Wird TikTok in Amerika gesperrt? Ich habe davon noch gar nichts mitbekommen. Ich habe mir die App runtergeladen, habe mir einen Account erstellt, habe ein Video und ich mache dort nichts. Ich gucke da auch nie drauf, weil mich interessiert TikTok halt wirklich zu 0%. Nicht mal aus Langeweile gucke ich da drauf. Und ich bin auch mal gespannt. Ich meine, ich habe gesehen, das hat über 1 Milliarde Downloads. Das heißt, potenziell hat sich das circa jeder achte oder jeder neunte hat sich diese App runtergeladen. Und ich bin gespannt, wie es ausschaut, ob das in Amerika gesperrt wird. So, davon habe ich ja gar nichts mitbekommen. Wer ist das? Dude mit Maske. Okay. Stabiles Intro. Und damit herzlich willkommen zurück beim Ja, DMT ist wildesten stimmt. Kanal YouTube Deutschlands. Wie wir bereits im Titel entnehmen können, dreht sich heute alles um die cringigste Plattform im ganzen World Wide Web. Ach ja, Alex, erst einen auf großen Macho zu Hause machen und dann meinen, ich bin zu wild. Das passt ja wohl nicht. In diesem Video wollte ich euch nämlich erzählen, was da eigentlich in letzter Zeit. Das tut mir mal so weh, ne? Das tut mir mal so weh. Alles mit TikTok abging, denn in den Vereinigten Staaten spricht man aktuell darüber, dass die Oh, Plattform Zwickau. gesperrt werden soll. Mal den Teil. Also, ich habe bei Fast and Furious mal den Teil geschaut, aber ich glaube noch nie wirklich alle Teile angeschaut. Erzählen, was da eigentlich in letzter Zeit alles mit TikTok abging, denn in den Vereinigten Staaten spricht man aktuell darüber, dass die Plattform gesperrt werden soll. Warum die Plattform dort gesperrt werden soll, was die politischen Hintergründe sind, ob wir auch irgendetwas für Deutschland erfahren müssen. Und wie meine eigene Meinung dazu ist, erfahrt ihr alles in diesem Video. Also bleibt dran. Let's go! Direkt am Anfang die Frage, was ging da überhaupt ab. Donald Trump, der aktuelle Präsident von den Vereinigten Staaten, wie ihr mit Sicherheit alle wisst, hat am 31.07. gesagt, dass er TikTok sperren möchte. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Er redet zum Beispiel davon, dass es Probleme mit dem Datenschutz da gibt. Er Angst davor, dass sensible Daten von den USA ausspioniert werden, weil sie auf chinesischen Servern liegen. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, gab es in den letzten Jahren auch ziemlich viele Anspannungen zwischen den USA und China. Man konnte einige Zeit sogar davon reden, dass es. Aber wenn es danach geht, wegen Datenschutz und dass ja die Chinesen irgendwas dort oder so spionieren könnten, tja, warte, da verstehe ich gerade nicht zu 100%, weil da müsste er so vieles verbieten, was aus China kommt, wo China eigentlich die Kontrolle hat. Das ist eigentlich mega lost, oder? Also theoretisch ist es doch mega lost. Ah, das, ja. Embargo gab. Falls einige von euch das nicht wissen, ein Embargo ist, wenn Staat A Staat B verbietet, seine Waren in Staat A zu importieren, schrägstrich exportieren. Keine Ahnung, wie ich das jetzt am besten formulieren soll. In der Praxis sieht das so aus, dass Trump ziemlich hohe Steuern und Einfuhrzölle auf chinesische Produkte erhoben hat. Der Grund hierfür war relativ einfach. Trump hat halt gesagt, dass der chinesische Export von ihren Produkten der amerikanischen Wirtschaft ziemlich schadet. Deshalb sind auch so Sachen wie mit Huawei und ähnlichem in der Vergangenheit passiert. Das ist eigentlich exakt der Grund dafür. Aber wenn wir mal on Detail gehen, was haben generell vielleicht Leute für ein Problem mit TikTok? Naja, auf Platz 1 ist, dass niemand wirklich weiß, was mit den Daten passiert. Also hat die chinesische Regierung da Zugriff drauf? Können die die auslesen? Wo werden die gespeichert? Wie werden die gespeichert? Das weiß halt niemand so wirklich, Stand jetzt. Als Normalsterblicher können wir uns hierbei nur auf die Informationen, die uns ByteDance gibt, stützen. Viele fragen sich da mit Sicherheit, was China damit an für sich zu tun hat. Naja, ByteDance ist halt eine chinesische Firma. Und wenn die Daten in China gelagert werden und dort abgespeichert werden, weiß niemand so wirklich, was China, also der Staat, mit den Daten anstellen könnte. Man muss zugeben, dass die chinesische Regierung nicht das allerbeste Image in, ich sag mal, Westeuropa und in den Vereinigten Staaten von Amerika hat. Deshalb herrschen halt diese extremen Ressentiments gegenüber Das der stimmt, ja. Regierung. Der Staat Indien hat bereits TikTok verboten, genau aus diesen Gründen. Die indische Regierung hat nämlich befürchtet, dass die Daten, die TikTok speichert, gegen Indien verwendet werden können. Indien sprach da O-Ton davon. Also in Indien ist TikTok, gibt's TikTok nicht mehr, oder wie? Weil die das verboten haben. Also auf jeden Fall trotzdem krass, dass diese App 1 Milliarde Downloads hat. Ich meine, das ist so heftig. Holy shit, das ist krass. Das ist echt mega krass. Check ich null. Dass Sicherheitslücken entstehen könnten, beziehungsweise dass die Sicherheit und Integrität Indiens in Gefahr sein könnte. Oh, Alter, ist schon sehr spät. Und das ist auch generell gesagt der Tenor von vielen westlichen Ländern. Auch in Deutschland gibt es in letzter Zeit ziemlich viele kritische Stimmen, die Nunubi, gegen vielen Dank für TikTok den Follow. sprechen und genau eben das anprangern, dass niemand wirklich weiß, was mit den Daten ist und wer darauf Zugriff hat. Indien war da relativ schnell im Handeln und die USA sind ja auch gerade dabei. Deshalb reden wir auch darüber. An der Stelle habt ihr jetzt vielleicht genug Hintergrundwissen, um zu verstehen, warum Trump denn unbedingt TikTok bannen möchte. Wir haben also an erster Stelle diese politischen Probleme und an zweiter Stelle diese datenschutzrechtlichen Probleme. Aber beide. Aber wenn es um Datenschutz geht, müssten sie ja alles platt machen. Warum gibt es dann Facebook? Warum gibt es dann YouTube?
Wobei YouTube geht schon fast noch, aber warum gibt es Facebook, Instagram und so weiter? Warum ist das in Amerika erlaubt? Nein, deswegen haben die sich bereits schon Workarounds überlegt, wie sie den potenziellen Bann umgehen könnten. Die Kollegen von ByteDance haben sich nämlich gedacht, ob es nicht ziemlich smart wäre, wenn man die US-amerikanische Sparte an Microsoft verkaufen würde. Trump hat aber auch schon direkt entgegnet, dass selbst wenn Microsoft das kaufen würde, er ein riesiges Problem damit hätte und die Plattform trotzdem sperren würde. Das kann ich persönlich nicht so ganz nachvollziehen, weil Microsoft ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Wenn Microsoft diese US-amerikanische Sparte von TikTok aufkauft, dann liegen sämtliche Daten von allen Amerikanern, die diese App benutzen, in den USA. Das heißt, nur die USA haben dann Zugriff auf die Daten, weil TikTok und Byte, ich nenne sie jetzt einfach Byte, weil ich keine Lust habe, immer wieder diesen ganzen Namen auszusprechen, beziehungsweise weil ich den einfach vergesse und mir immer nur Byte merken kann, versuchen ja auch schon bereits diesen Einfluss von der chinesischen Regierung immer weiter zurückzufahren. Ihr müsst euch vorstellen, dass TikTok ein Milliardenimperium ist, weil da auch sehr, sehr viel Werbung geschaltet wird und naja, im Endeffekt geht es da halt um Geld und deswegen überlegt man sich halt, sich immer weiter von der chinesischen Regierung zu distanzieren. Und deshalb kann ich nicht ganz nachvollziehen, warum Trump dann TikTok verbieten möchte, wenn Microsoft diese Sparte aufkauft. Im Endeffekt hat TikTok sich sogar dazu offiziell geäußert, beziehungsweise die US-amerikanische Managerin von TikTok. Und deshalb schauen wir doch einfach mal kurz in diesen Clip rein. I want to say thank you to the millions of Americans who use TikTok every day, bringing their creativity and joy into our daily lives. I'm also proud of Steini, grüß dich, Bruder. 500 US employees who work on this app every day and the additional 10,000 jobs that we're bringing into this country over the next 3 years. I'm thrilled about our US Creator Fund, where we just announced our $1 billion fund to support our creators. And when it comes to safety and security, we're building the safest app because we know it's the right thing to do. Auf Deutsch gesagt, meinte sie einfach nur, dass viele Jobs an TikTok dranhängen. In letzter Zeit wurde nämlich beispielsweise die kalifornische Basis weiter ausgebaut von TikTok. Ich meine, da wurden über 150 Mitarbeiter eingestellt. Und TikTok ist an für sich das Medium der Generation Z. Also sehr, sehr viele Leute, die ab 2000 geboren wurden, benutzen diese App einfach tagtäglich. Und wie ich bereits gesagt habe, da steckt so viel Geld drin. Aber beantworten wir doch vielleicht die Frage, was jetzt passiert und ob wir auch in Deutschland Probleme erwarten könnten. Also Trump hat davon gesprochen, dass er auch im Notfall Sonderbefugnisse einsetzen würde, um die App bannen zu können. Was diese letztendlich, so wie es, also wenn wir jetzt mal einfach aus meiner Sicht das Ganze so sehen. Ich persönlich finde einfach, von mir aus kann die gelöscht werden, diese App, also komplett ausgeschaltet werden. Das macht für mich absolut gar keinen Unterschied. Also es macht für mich gar keinen Unterschied, ob so eine App gelöscht wird oder nicht, weil mich interessiert es halt auch gar nicht. Das ist so ein Cringe-Ding. So viele Leute werden wahrscheinlich gemobbt durch diese Scheiße. Das ist echt wild. Sonderbefugnisse Malte, moin. Im exakten Sinn kann ich euch tatsächlich nicht mitteilen, weil ich bin nicht tief genug im amerikanischen Rechtssystem drin. Ich kann euch nicht sagen, welche Rechte und Befugnisse der Präsident im Notfall hat. Falls sich jemand von euch mit dem amerikanischen Rechtssystem besser auskennt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich habe auf jeden Fall Bock, mehr darüber zu erfahren. Letztendlich ist vor allem eine Sache klar. Indien hat die App bereits verboten aus den vielschichtigen Gründen, die ich gerade schon genannt habe. Das Problem hierbei ist allerdings, dass Indien sowie sämtliche Kritiker von der App keine handfesten Beweise dafür haben. Also es ist immer ein bisschen ein Schuss ins Leere, wenn wir ehrlich sind. Natürlich, ich habe auch diese Ängste, sage ich mal, bei TikTok, dass die Daten irgendwo landen könnten und dass die chinesische Regierung darauf zugreifen könnte. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass viele von uns Instagram, Twitch, YouTube, ich meine, ich benutze das tagtäglich, ohne wirklich nachzudenken, ja, täglich benutzen eben. Ja, das stimmt schon. Kennt ihr das auch, wenn ihr gerade nichts zu tun habt oder so? Und wirklich, ihr nehmt einfach nur das Reflex, euer Handy, geht auf Instagram, dann macht das wieder zu. Das ist bei mir mega oft so, weil ich mir so denke, ja, wenn ich gerade nichts zu tun habe, dann sieht es wenigstens so aus, als hätte ich was zu tun, wenn ich dann jetzt hier irgendwie Instagram öffne. Ist eigentlich lost. Gegenüber Facebook und anderen Unternehmen gab es ja auch schon relativ häufig Vorwürfe, dass sie nicht so gut mit den Daten umgehen. Deswegen sind solche Informationen ohne Beweise immer mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Ich kann die Punkte allerdings gut verstehen. Das ist, wie ich vorhin auch schon erwähnt habe, der generelle Tenor in Deutschland, dass viele Leute die App hier auch kritisieren, aber niemand kann etwas wirklich Stichfestes dazu sagen. Deshalb kann ich mir im Endeffekt auch nicht vorstellen, dass die App hier in Deutschland verboten wird, weil sind wir mal ganz ehrlich, wenn es darum geht, dass Sachen in Deutschland verboten werden sollen, da springen die Leute relativ schnell auf die Barrikaden. Und wenn ich jetzt mal ein bisschen Real Talk splitten will, ich halte generell nicht so viel von TikTok. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass ich schlichtweg so alt für die App bin. Also ich verstehe natürlich, um was es bei TikTok geht, aber irgendwie empfinde ich dabei gar keinen TikTok ist doch die komische App, die irgendwas Komisches zeigt mit Musik, die urheberrechtlich komisch gehandhabt ist. Also ja, wie das mit Urheberrecht aussieht, keine Ahnung, habe ich wirklich gar keine Ahnung. Aber ich finde es auch schwierig, dass es überhaupt so stattfinden kann, wenn die ja überall die Musik dahingehend freiwillig anbieten. Bei TikTok ist es halt einfach so, ich finde, das ist wirklich nur eine reinste Cringe-Plattform. Ich kenne da wirklich kaum wie Leute, die da wirklich krass sinnvolles Zeug machen. Das ist ja wirklich einfach nur schlecht. Das tut auch einfach nur weh, wenn ich mir sowas angucke. Und das war ja davor, hieß das ja Musical.ly. Das war doch Musical.ly und dann wurde das zu TikTok.
Und dass TikTok noch mehr Erfolg hat als Musical.ly ist eigentlich sehr traurig. Spaß, und deswegen benutze ich die App persönlich nicht. Und deshalb würde es mir persönlich überhaupt nicht schaden, wenn die verboten werden sollte. Man darf aber nicht vergessen, eben das, was auch die amerikanische TikTok-Managerin gesagt hat, unfassbar viele Leute nutzen die App. Und viele Leute hat die App auch, sage ich mal, gerade während den aktuellen Zeiten gut durchgebracht und unterhalten. Für mich bleibt es im Endeffekt ein extremst politischer Kampf, weil ich habe ja gerade schon gesagt, dass so ein gewisser Wirtschaftskrieg zwischen den USA und China bereits seit einigen Jahren am Toben ist. Aktuell befinden beide Parteien sich zwar in Verhandlungen, dass das Ganze wieder ein bisschen gelockert werden soll, jedoch könnte das natürlich auch wieder eine Karte sein, die Trump extra spielt, damit er einfach mehr Macht wieder hat in den Verhandlungen. Vor allem, wenn Microsoft einsteigt, bleibt das Ganze extrem spannend, weil überlegt euch doch mal, wenn Microsoft dort einsteigt, das ist ein US-amerikanisches Unternehmen mit Milliarden von Gewinn und Umsätzen in jedem Jahr, dann kann Trump das gar nicht verbieten, weil wenn er das verbietet, während Microsoft diese Sparte besitzt, werden ihm ziemlich viele Wirtschaftsstimmflöten gehen und die werden dem mit Sicherheit aufs Dach steigen. Und ich bin mir zumindest sicher, dass in der aktuellen politischen Situation in den USA Trump sich so ein Fiasko nicht leisten kann. Deshalb bleibt die... Also generell, wenn Trump nochmal gewählt wird, dann habe ich sowieso den Glauben an die Menschheit verloren. Aber den habe ich eigentlich schon davor verloren, weil ich fand es schon cringe, dass er überhaupt gewählt wurde. Also er wurde ja schon überhaupt gewählt, das ist eigentlich schon der Übercringe. Aber wenn der jetzt nochmal gewählt werden würde, also dann braucht Amerika sich nicht wundern, wenn die komplett kaputt gehen. Also spätestens dann gehen sie komplett kaputt. Als ob der irgendwas Positives macht. Was macht der Positives auf der Welt? Der hat, glaube ich, noch gar nichts Positives gemacht. Außer seine Bauern und sowas unterstützt. Das war's dann wahrscheinlich auch. Die ganze Sache für mich eine seiner typischen Reaktionen. Und ich denke, wie ich es auch gerade schon gesagt habe, dass das einfach nur macht, damit er einen weiteren Trumpf in der Hand hat. Es gibt aber bereits eine Alternative zu TikTok und das Ganze nennt sich Triller. Ich selber habe mich damit nicht wirklich beschäftigt, weil, wie gesagt, ich nutze halt auch kein TikTok. Das kommt aus Los Angeles, ist also eine US-amerikanische Firma und einige Amerikaner sind da bereits drauf gewechselt, weil eben diese auch diese Bedenken in Richtung Datenschutz hat. Wenn ihr Bock darauf habt, kann ich mir das Ganze gerne noch mal ein bisschen genauer anschauen. Fabi, und noch grüß dich, Bruder. Darauf eingehen, wer da jetzt hingewechselt ist. Lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen und vor allem, wie ist eure Meinung zu TikTok am Ende? Ich wünsche euch auf jeden Fall... Okay, also sehr gut recherchiertes Video, generell auch gut gemacht. Ich hoffe einfach, dass YouTube größer wird als, oder beziehungsweise YouTube noch deutlich mehr Hype erlangt als TikTok, wobei YouTube hat ja so oder so jeder, aber ich finde einfach, TikTok muss definitiv gelöscht werden. Das auf jeden Fall dazu, das muss man einfach mal so sagen. Aber was ist eigentlich mit YouTube? Der macht momentan ziemlich aktiv Videos, kann das sein? War jetzt in letzter Zeit ziemlich auffällig. Vor 3 Tagen, vor 2 Tagen, vor 6 Stunden. Und was, ey, das hat schon 4000 Aufrufe. Was ist denn da los, Leute? Also was ist denn hier los? Man merkt, er hat momentan viel freie Zeit. Ganz wilde Angelegenheit. Das ist eine ganz wilde Angelegenheit.